davon. Genau, genau. Einen 7-Punkte-Seniorenwitz. Ein Senioren-Ehepaar beschließt, ein Haus zu kaufen, und zwar richtig so herrlich im Wienerwald, Döbling-Gegend, und leben sich da ein bisschen ein. Und da kommt natürlich auch schon der Herr Bürgermeister vorbei und sagt, haben Sie sich schon ein bisschen eingelebt? Ja, haben wir uns schon eingelebt. Haben wir uns schon für den Lebensabend, für die Kathi und für mich. Sagt er, ja, und wie läuft so ein Tag da ab? Ja, ganz einfach. Aufstehen, frühstücken. Noch ein bisschen sexuelle Aktivitäten. Dann gehen wir einkaufen gemeinsam. Ja, kommen wir mal heim. Ein bisschen sexuelle Aktivitäten. Dann tun wir gemeinsam kochen. Machen, nicht? Und dann wird gegessen. Nach dem Essen. Sexuelle Aktivitäten. Nachmittag, wenn wir dann spazieren gehen, können wir spazieren. Ein bisschen rauf da in den Wein. Nicht? Das ist immer sehr, sehr nett. Kuhwinsel. So, überall sind wir, nicht? Und dann kommen wir heim, sexuelle Aktivitäten. Und dann Abendessen. Dann räumen wir die Küche zusammen, dass am nächsten Tag wieder alles sauber ist. Da gibt's natürlich während des Zusammenräumens sexuelle Aktivitäten. Und dann gehen wir um 21 Uhr gehen wir schlafen, weil da sind wir müde. Sag, erzähl dir eine Frage, wie alt sind Sie? Ja, ich bin 80. Und die Karte ist 77. Ah, hat er gesagt. Und jetzt unter uns Männern, was verstehen Sie genau unter sexuellen Aktivitäten? Ja, sie geht mir so auf die Eier.